Die Bremswirkungsprüfung mittels Bezugsbremskräften ist seit der Einführung des HU-Adapters ein fester Bestandteil der Hauptuntersuchung. Jedoch konnte diese Methode bisher nur auf Rollenbremsprüfständen angewandt werden. Durch zusätzliche Nutzung der Sensorik des HU-Adapters zur Bestimmung der Fahrzeuggeschwindigkeit kann die Bezugsbremskraftprüfung auf Plattenbremsprüfständen, die der Bremsprüfstandsrichtlinie von 2011 entsprechen, angewandt werden. In dieser Richtlinie sind eine Auffahrgeschwindigkeit von 8 bis 12 Stundenkilometer, eine Mindestplattenlänge von 1,5 Meter sowie die Bestimmung der Bremskraft als integraler Mittelwert zwischen 5 und 2 Stundenkilometer vorgegeben. Der HU-Adapter ermittelt über die elektronische Fahrzeugschnittstelle die Bremsanforderung. Zusätzlich wird der Beschleunigungsverlauf des Fahrzeuges durch die interne Sensorik des HU-Adapters erfasst und der Geschwindigkeitsverlauf berechnet. Somit kann die Bezugsgröße genau wie die Bremskraft als integraler Mittelwert zwischen 5 und 2 Stundenkilometer bestimmt werden. Die Ergebnisse und deren Darstellung sind analog denen des Rollenbremsprüfstands. Die Prüfbarkeit des Fahrzeuges auf einem Plattenbremsprüfstand wird in der FSD HU 21 unter den Vorgaben Betriebsbremsanlage BBA aufgezeigt. Wird die Auswahl eines Plattenbremsprüfstandes angeboten, so kann dieses Fahrzeug mittels Bezugsbremskraftverfahren auf diesem geprüft werden. Der HU-Adapter wird im Fahrzeug rutschsicher positioniert und an der OBD-Dose angeschlossen. Bevor die Messung beginnen kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Der HU-Adapter muss eingeschaltet werden. Die FSD HU 21 sowie die Vorgaben Betriebsbremsanlage BBA müssen gestartet werden. Der HU-Adapter muss mit dem Bediengerät verbunden und innerhalb der Vorgaben Betriebsbremsanlage BBA ausgewählt werden. Die Prüfung beginnt mit der Positionierung des Fahrzeuges mit entsprechendem Abstand zum Prüfstand. Hierbei sind Unebenheiten sowie Schrägstellung des Fahrzeuges, zum Beispiel Einfahrbereich in Prüfhalle mit Auffahrrampe, zu meiden. Zum Starten der Prüfung wird im Bereich der zu prüfenden Achse der Button Prüfung starten betätigt. Anschließend läuft ein Countdown von 3 Sekunden ab, der durch entsprechende Signaltöne bestätigt wird. Daraufhin erfolgen eine Beschleunigung des Fahrzeuges auf 8 bis 12 Stundenkilometer, ein Auskuppelvorgang vor dem Prüfstand sowie eine gemäßigte Abbremsung bis zum Stillstand auf dem Plattenbremsprüfstand. Der Stillstand wird automatisch erkannt und durch einen Signalton bestätigt. Nach erfolgreicher Prüfungsfahrt wird die Bremsanforderung als integraler Mittelwert im Geschwindigkeitsbereich von 5 auf 2 Stundenkilometer berechnet und ausgegeben. Ist noch ein weiterer Teil der Betriebsbremsanlage zu prüfen, erfolgt dessen Prüfung nach gleichem Ablauf. Im Folgenden werden spezielle Randbedingungen, die für eine erfolgreiche Durchführung der Prüfung wichtig sind, betrachtet. Für eine korrekte Prüfung ist die rutsch- und kippsichere Position des HU-Adapters im Fahrzeug von entscheidender Bedeutung. Eine sichere Positionierung sorgt dafür, dass keine Relativbewegungen zwischen HU-Adapter und Fahrzeug auftreten. Bei der Auffahrstrecke zum Plattenbremsprüfstand ist darauf zu achten, dass die Fahrzeugposition am Anfang und am Ende der Prüfung keine gravierenden Neigungsunterschiede aufweist. Innerhalb des 3-Sekunden-Countdowns sollte keine Bewegung des Fahrzeuges erfolgen, damit die aus der Beschleunigungsmessung ermittelte Geschwindigkeit korrekt bestimmt wird. Ebenso sollte ein Anfahren nicht vor Ablauf des Countdowns erfolgen. Nachdem eine Prüfung gestartet wurde, hat der Prüfer 60 Sekunden Zeit, die Prüfung durchzuführen, bevor es zum Abbruch der Messung kommt. Am Ende der Prüfungsfahrt sollte das Fahrzeug kurzzeitig verharren, bis der Stillstand korrekt erkannt und mit dem Signalton bestätigt wurde.
Sollte der Stillstand nicht erkannt worden sein, kann dieser manuell bestätigt werden. Während der Messfahrt ist darauf zu achten, dass keine Lenkbewegungen erfolgen. Die Auffahrgeschwindigkeit auf dem Plattenbremsprüfstand soll zwischen 8 und 12 Stundenkilometer liegen. Vor der Auffahrt auf dem Plattenbremsprüfstand ist bei Fahrzeugen mit Schaltgetrieben die Kupplung zu betätigen und bei Automatikgetrieben eine neutrale Fahrstufe einzulegen. Andernfalls wird die Bremskraftermittlung der getriebenen Achse beeinflusst. Bleibt zum Beispiel bei einem heckgetriebenen Fahrzeug die Fahrstufe bei der Prüfung der Achse 2 eingelegt, wird eine deutlich geringere Bremskraft durch den Plattenbremsprüfstand ermittelt. Auf dem Prüfstand ist eine gemäßigte Bremsung durchzuführen, da es bei zu starker Bremsung zur Unterschreitung der Mindestmesszeit von 0,4 Sekunden kommen kann, beziehungsweise das Rad auf den Prüfplatten rutscht. Die Bremswirkungsprüfung auf Plattenbremsprüfständen mit dem HU-Adapter bietet eine effektive Möglichkeit zur Beurteilung der Bremswirkung.